what a wild Christmas. Just like the ones I used to know. Red treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Komm mal tief runter, ne? I'm dreaming of a white Christmas. Aussprache ist nicht so optimal, aber die Stimme ist schön. Willkommen bei The Voice Senior. Lieber Weihnachtsmann. Naja, weißt du ja, es ist bald Weihnachten. Ja, ja. Ja, wie heißt du denn? Ich bin der Thomas Nestler, bin 63 Jahre alt, komme aus Baden bei Wien, aber bin ein echter Sachse, meine Gutste. Du kommst so. Sorgen. Ja, ich bin ja kein Sachse, aber... Okay. Du hast eine wunderschöne Stimme und Dankeschön. Bei mir was. Die englische Aussprache fand ich jetzt nicht perfekt, deswegen habe ich nicht gebuzzert, aber ich war kurz davor. Es war wirklich sehr, sehr schön und du hast uns hier alle den Schnee herbeigezaubert. Ja, ja. Und, ich hoffe, es schneit jetzt ja, draußen. Ja, toll, danke. Ja, es war toll. Thomas, bist du professioneller Sänger? Also hast du... Ich habe studiert an der Leipziger Hochschule, 5 Jahre lang. War dann... Dankeschön, dankeschön. Warte mal, an der... Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich auch. Zufall ist das. Ich bin dann 1983 gleich an die Leipziger Oper gekommen, als Solist. Okay. Wow. Hab viel Erfahrung gesammelt. Seit 2004 bin ich halt jetzt fest engagiert im Chor der Bühne Baden. Wie ist das für dich jetzt hier bei The Voice Senior aufzutreten? Wie fühlst du dich? Es ist geil. Es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja? Ja, ich schaue sonst immer die Voice, jede Staffel. Normal Kids. Und deswegen habe ich mich dann gleich an den Laptop gesetzt und habe mich beworben. Wow. Super. Also ich freue mich, dass du da bist. Und ich hätte dich jetzt nicht gehen lassen können. Also das, weil es ist ja The Voice und du hast ja eine Stimme und eine ganz, ganz tolle Stimme. Und insofern freue ich mich, dich in meinem Team zu begrüßen. Ich freue mich auch, dass ich zu dir kommen darf. Super, danke. An derselben Hochschule. Wirklich. Schön. Oh, das ist dein Traum. Was ein Wunsch. Also ich hätte nicht übers Herz gebracht, dich jetzt gehen zu lassen. Also.